Jetzt zeige ich euch mal kurz die Dimension. Ich hoffe, die Kamera behält mich im Auge. Wow. Das ist schon heftig, Freunde. Ach, guck an. Hier steht einfach mal ein Klavier. Oh. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin heute unterwegs zum ersten Mal mit Kate. Kate kennt ihr noch nicht, werdet ihr ab und zu mal im Video sehen. Kate ist Fotografin und wir sind hier in einer, ja, wir wissen es noch nicht genau. Es sieht aus wie eine verlassene Villa, Gastronomie, Hotel. Wir müssen erstmal selbst herausfinden, was das ist. Am besten, wir erkunden das gleich zusammen. Wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. So ihr Lieben, wir starten heute mal ein bisschen anders, weil das sieht so prunkvoll aus. Ich nehme euch erstmal mit und zeige euch mal die Dimension und dann gehen wir mal auf die Einzelheiten ein. Das ist ja der pure Wahnsinn hier mit den Kronleuchtern, mit den Verzierungen, mit den Bemalungen. Ja. Nebenan sind natürlich wieder Bauarbeiten. Wir haben wieder genau alles richtig gemacht, aber haben trotzdem Eingang finden können. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Dimension. Ich hoffe, die Kamera behält mich im Auge. Wow. Das ist schon heftig, Freunde. Nee, das muss ich euch so zeigen. Das können wir nicht so machen. Ich nehme euch mit. Ja, hier ist noch ein bisschen was drin. Das ist schön. Hier ist Schank, Ausschank gewesen. Also, wir exploren mal. So, hier, wo ich eben die Anmoderation gemacht habe. Auch schon leicht. Ist ja, Ausschank gewesen. Zapfanlage. Ja, alles, was dazugehört. Ich glaube, das ist nicht so das Interessante. Guckt mal bitte. Guckt euch doch mal bitte das an. Wie wunderschön das ist hier. Und wer nicht glaubt, dass es wieder nicht verlassen ist, dann zeige ich mal die Tapeten dort oben, die dort schon runterkommen. Die wunderschöne Bestuhlung. Sieht ein bisschen edel aus, ne? Die Barhocker passen gar nicht so dazu, bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten, boah, ist schon ein bisschen pompös hier. Wir müssen ja mal im Internet recherchieren, was das war. Krass, ey. Jetzt kommt mal. Da hinten ist der Eingang, will ich jetzt meine Taschenlampe leuchten. Diese riesen Empfangshalle, ne, mit diesem wunderschönen, ja, wie nennt man das? Ist das barock? Nö, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich kann hier gar nicht an die Decke leuchten, doch. Aber dieser riesige Raum, da hinten ist übrigens Kate bei der Arbeit. Es schlägt einen ja förmlich hier. Alter Schwede. Das hat mal wieder was richtig Schönes. Ja, Mobiliar ist hier leider nicht mehr viel drin, aber sehr prunkvoll. Sie nennt sich Villa. Stand auch draußen dran. Den Namen kann ich natürlich nicht nennen. Warum auch immer Villa? Ich weiß es nicht. Ja. Gut, erst die uninteressanten Sachen, die Nebenlässe. Ach, hä? Wie kommt man denn da hin? Ach so. Ja. Haben sie ja richtig gut abgesperrt hier. Wieso macht man das? Wieso macht man das? So, hier die Toiletten. Aha. Wurde hier vielleicht mal versucht, zum Schluss irgendwas zu renovieren? Großzügige Bäder, ne? Auch sogar. Und es riecht nicht nach Bad. Und auch, auch hier so ein pompöser Kronleuchter im,
In der Toilette. So, hier. Typisch Bauarbeiten, ne? Schöne Kiste Bier und ein bisschen Mörtel. Aber was dieser Stuhl hier für eine Bewandtnis hat, kann ich euch nicht erklären. Keine Ahnung, was das für eine Sache ist hier. Gehen wir mal weiter. Hier auch mit Absperrband. Hier ist die Herrentoilette. Okay. Riesiger Spiegel. Wahnsinn, ey. Eine Toilette. Alles klar. Wie man das hier abgesperrt hat, ne? Props. Ja, gib mal Props aus für meinen Kanal. Ne? JNP Explorations. Abonnieren, kommentieren, liken. Ich muss jetzt erstmal wieder hier das so zubauen. Ups, wie das so war. Ich weiß nicht, ob es noch eine Etage nach oben gibt. Ja, hier kommen wir hoch, eine Treppe. Aber wir erkunden erstmal alles, weil ihr kennt Jirka. Er vergisst immer die Hälfte, wenn er sagt, er geht nach Oha. Oh, da gibt es noch eine Treppe nach oben, zwei Stockwerke. Das ist ja heftig. So, hier hat man schon ein paar Sachen zusammengepackt. Taschen. Ja, aber wie sieht der denn auf dem Kopf aus, sag mal. Wir sind heute in Zivil unterwegs. Getarnt als, als Touris. Ach du Scheiße. Hier geht noch Strom. Hier ist Baustrom. Wenn ich euch das von außen zeige, ne? Oh, jetzt kommen wir erstmal an die. Oh, alter Schwede. Ja, die haben hier Baustrom gelegt. Oh, hier ist angenehm kühl. Aber der Strom geht hier noch. Aber hier wurde ewig nichts mehr gemacht. Heizkeller. Und wenn ich euch den Eingang verrate, ne? Das ist unfassbar, ey. Hier ist der alte. So ein kleiner Ofen hat die ganze Dings damals beheizt. Ehrlich jetzt, die sieht auch nicht danach aus, als wenn noch ein zweiter stand. Ne? Guckt mal, hier hängt noch alles. Schierhaken, die Bürste zum Saubermachen. Okay, wenn das ausgereicht hat. Ich weiß nicht, vielleicht nur für ein paar Zimmer. Aber die hier sind überall Spinnenweben. Hier war ewig keine mehr. Ihr habt ja gesehen, der Baustrom funktioniert noch. Vielleicht haben wir einfach nur Glück. Und wie spät ist das? Mittagspause, Freunde. Mittagspause. Ach, du ahnst es nicht. Okay, langsamer Kamerafahrten. Versuche ich wirklich umzusetzen. Ich gebe mir sehr viel Mühe in letzter Zeit, weil mir das selbst manchmal zu wild war. Aber das ist geil, oder? Ist das geil? Ich bin voll im Spinnenweben reingerannt. Also die Kommunikations- oder Alarmanlage ist komplett entleert und ausgezogen. Oh, das ist schon wieder cool hier, ne? Ich muss gebückt gehen übrigens. Wahnsinn. Ja. Hier ist noch ein Lift. Krass. Ey. Ja, wir gucken mal. Guckt hier. Hier hängen die Spinnenweben runter. Hier ist noch eine Kühlzelle. Und dann ist hier nur einfach noch ein großer Raum. Okay, das war der Keller. Hat aber mal ganz gut getan. Hier, laut der Kühle. Dann war das hier wirklich eine Art Restaurant oder so, ne? Aber wie pompös denn bitte? Wir gehen mal weiter gucken nach oben, was uns da erwartet. Heftig, ey. Ich könnte auch diese Treppe hochgehen hier. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich möchte mit euch. Irgendwas ist schon wieder komisch hier. Dass hier der Strom funktioniert. Oh. Okay. Ja, ich muss bloß wissen, ob du das bist. Ja. Krass, ey.
erkunden wir mal weiter, wa? Ja, das war bestimmt der Speisesaal, ne? Boah, mit den Figuren. Ach, da kommt die Küche. Ja, dann war das hier der Speisesaal. Sehr schön. Hat richtig was, ne? Sieht richtig edel aus. Ja, ein bisschen geräumt wurde hier schon. Das kann man nicht abstreiten. Aber wie gut erhalten das hier noch aussieht. Ich mach mal Licht erstmal aus. Küche wurde auch komplett rausgenommen. Ja, man ist dabei, hier rauszumüllen. Küche, Imbiss, Salz, Pfeffer, Brotkörbe. Okay, die Küche ist leer. Krass. Hier nochmal der Essenslift. Die Spüle. Aber es ist natürlich, wenn man das andere jetzt gesehen hat, ne? Nicht so interessant. Wollte ich euch trotzdem mal zeigen. Oha, ach nee, hier sind wir wieder hier. Aber wieso sind hier die Türen zugestellt? Toilette. Dann wird das auch eine Toilette sein. Ich bin echt gespannt, was uns oben erwartet. Ach, guck an. Hier steht einfach mal ein Klavier. Was ist denn hier noch verpackt? Türstopper. Ist nicht dein Ernst. Steht ein Klavier im Eingang. Hä? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Das ist nur Deko. Ja, da sind die Seiten raus und alles. Mhm. Ja, kann man so machen, ne? Spart mal ein bisschen Geld. Schieben wir natürlich wieder alles vernünftig hin. Oh. Frisch gestrichen, würde ich sagen. Ne? Ey, auf einmal die Baumaßnahmen hier gestoppt, ne? Aber das ist ja mal ein richtig schöner Raum. Kommt der zur Geltung? Kriege ich ihn rauf? Der runde Tisch. Hier auch wieder. Sagt nicht wieder, das ist ein Fehlklavier. Dann beschwere ich mich jetzt hier. Wir haben hier 100 Euro jeder bezahlt für... Nein, das war natürlich Spaß. Wahnsinn, ne? Wunderschön, dieser Raum. Wunderschön. So, Freunde. Jetzt reicht es hier mit dem Fehlklavier, ne? Ah, sag ich doch. Und? Doch, ich wollte sagen, es ist gar nicht verstimmt. Spielt nicht mehr doll, ne? Dieses Klavier geht noch. Ja. Er ist kein Meister im Klavierspielen, habt ihr gemerkt, ne? Er kann gar nichts. Aber heftig, ne? Und wunderschön einfach. Jetzt weiß ich auch, warum das Villa heißt. Puh. Weiter geht's. Boah, es wird ja echt, das wird ja immer besser. Oh, da ist ein Bild. Das ist ein Kamin oder war mal ein Kamin? Ich glaube nicht mehr. Au. Oh, okay. Oh.
Der Kronleuchter, ne? Das ist hier gewesen. Wahnsinn, ey. Aber hier Salzstangen noch und Erdnüsse waren dann abgelaufen. Hier kann man sogar noch essen. Hä? 16.01.25. 1.10.25. Ich glaube, hier sind ab und zu noch mal welche. Kate? Die hört nicht. Sie ist voll in ihrem Element. Komisch, ne? Oh, die Stühle sind ja wohl auch der Hammer. Wunderschön. Ja, ich bleib mal hier, dann brauche ich das Bild wenigstens nicht pixeln. Puh, ich will mal wissen, was das für ein Material ist. Vollholz. Aber hat was, ne? Krass, ey. Ich gehe mal nach oben. Kate, da sind noch Erdnüsse und Salzstangen und alles noch haltbar. Schmecken das? Hä? Nee. Eine Geheimtür? Und da sind hier finden ja Bauarbeiten statt oder so. Du hast eine Geheimtür gefunden? Ja. Hier unten? Vielleicht finde ich die auch, wenn nicht. Wollen wir hier einziehen? Ja. Okay. Ja, komm, mit der Taschenlampe nicht klar. Ziehen wir ein, ja? Ja. Wenn du mal 5 Mille übrig hast. Okay. Wo geht's denn hier nach oben? Da, ne? Ja. Okay, gut. Machst du schön Fotos bitte, ja. Weil ich brauche auch ein paar. Dann brauche ich nicht machen. Ja. Danke. Wie nett sie sein kann. So, gehen wir mal nach oben. Hier soll es auch eine Geheimtür geben. Ah ja, hier waren Renovierungsarbeiten. Das ergibt Sinn, ne? Wir müssen vor kurzem erst... Oh. Ist doch wohl Wahnsinn. Die haben hier auch gelebt, schätze ich mal. Wir werden noch ein Zimmer finden, wo sie dann geschlafen haben. Sag ich euch so, wie es ist. Wow. Geht auf. Ja, na klar. Puh. Wie heftig diese Räume sind, ne? Hier zwei Stühle, eine Meinung oder was ist hier? Wer kennt das noch? Alle mal einen einzelnen Live-Chat jetzt. Zwei Stühle, eine Meinung. Aber man sieht, man wollte, das ist aber noch, das ist noch nicht hinüber, das Ding. Wirklich nicht. Es ist noch nicht hinüber und das ist wunderschön. Wunderschön. Puh, das hat hier, die haben wirklich hier, hier haben sie angefangen zu renovieren. Und dann gibt es Kartonplatten, aber wieso, wer macht denn das so? Nee, das sind gar keine. Gibt es denn das noch Asbest? Nee, Gipskarton, entschuldigt bitte. Weil die sehen so ja, gut vor. Na ja, klar. Ne? Musst ja vorstreichen. Krass, ey. Und dann versucht das Alte so zu erhalten. Hier war mal eine abgehängte Decke drin. Ah, jetzt das ergibt Sinn. Die haben die abgehängte Decke rausgerissen. Ja, jetzt ergibt Sinn. Ja, egal. Bis selbst Zimmermann kommt zum Bau und kriegst das nicht. Kriegst du nicht über Ketten, ne? So. Hier soll irgendwo eine Geheimtür sein. Ne? Ich bin immer gespannt. Letztes Mal im Schloss. Hier auch Wasser, ne? Damit man ein bisschen putzen kann. Boah, ja gut, okay. Der ist groß, der Raum, aber finde ich nicht so pompös. Ach, hier oben ist alles für die Bauarbeiten. Fenster ist auf. Wieso ist ein Fenster im Zimmer? Hier liegt schon Laminat. Oh, meine Kamera hat sich aufgehängt. So, nochmal. Ja, muss ich nicht, ob ich nochmal machen muss. Fenster ist auf. Was hat denn die Kamera gehabt? Und hier liegt Laminat im Raum. Aber das ist schon... Ja, hier möchte ich wirklich wohnen. Ganz ehrlich mal. Das ist richtig schön hier. Einige Räume haben sie schon fertig gemacht. Wow. Ist das hier... Warum macht man sowas in so einem Gebäude?
PVC. Warum? Wenn ich schon Geld in die Hand nehme, ne? Um so ein Objekt zu retten. Oder das war einfach, oh, guck mal den Balkon an. Der vermodert auch schon, oder die Brüstung. Hier ist eine Toilette. Die ist nicht so spektakulär, aber wurde alles für Renovierungsmaßnahmen freigeräumt, ne? Und so weiter und so fort. Was ist hier? Ist das die Geheimtür? Ach, hier musst du 10-mal nach rechts drehen und 5-mal nach links. Und dann wieder 2-mal nach rechts. Nee, das ist links. Jäger, hast schon versaut. So, hier war man. Hier ist noch alter Urzustand. Hier ist noch Urzustand. Geht hier noch Licht? Ach, hier ist keine Lampe. Da, wo er gerade den Lichttest machen will, ist keine Lampe. Ey, wie unterschiedlich, ne? Du kommst unten in sowas Pompöses und hier oben, naja gut, muss hier irgendwas gestanden haben, oder? Teppich haben sie darauf geklebt. Auf hier, das ist hier Echtholzparkett, ne? Ja. Hier ist Echtholzparkett. Und da klebt man doch. Wieso klebt man denn da Teppich drauf? Okay. Hier schon ein bisschen zusammengefegt. Eine Glasvitrine. Alles sehr kurios. Naja, bauen halt, ne? Oh, guckt es euch an. Dieser Ausblick ist ja wohl heftig. Auf dem Balkon. Und dann hast du diesen Ausblick. Genial. Ja, gut, okay. Nachttisch. Ach, Nachttisch. Ach, war das nicht in meinem Zimmer? Ja, hier haben sie auch Wände weggenommen. Ja, das kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr. Ganze sanitären Anlagen rausgerissen. Das war mein Zimmer hier. Okay. Okay, let's go. Gut, hier haben sie alles aufbewahrt. Wir gehen mal eine Etage. Nee, die Geheimtür. Wir gehen mal eine Etage höher und dann. Auch hier, ganze Mobiliar, ne? Wir finden noch Zimmer, wo die geschlafen haben, die Bauarbeiter. Ich sag euch das. Achtung, Marmor. Oh, was, hier echte Marmorfliesen? Krass, ey. Aber weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Schreibt mal rein. Rezeption. Guckt mal, hier ist ein. Aber hier ist in der Umgebung nicht irgendwie was aussieht wie ein Hotel. Oder waren das hier oben dann die Zimmer? Das kann natürlich sein, dass das die Zimmer waren. Oha, ja. Dann waren hier die ganzen Zimmer. Aber schön, Freunde. Richtig urig. Oh. Die Tür ist aber klein, das ist Augenhöhe hier. Oh, hier ist nichts mehr drin. Krass, ne? Oh, das hat was, Freunde. Ich sehe ja schon wieder, ja, Moment, die Schlüssel ist auch noch vorhanden. Ah, hier ist der runde Tisch. Schon ein neues Fenster eingebaut. Toilette rausgenommen. Aber noch hier, das ist DDR-Standard, noch Kehrlicht. Nee, dann ja, ist ja nur Baustrom. Ist wirklich nur Baustrom. Aber ist schon, hat schon ein bisschen was, ne? Boah, ist das schön. Hier, ist das schön. Da ist noch ein Nebengebäude, da kommen wir aber nicht rein, haben wir schon geguckt. Ach, ist nicht dein Ernst. Hier oben ist einfach mal auf. Leider nicht mehr viel drin. Unten die Empfangshalle ist natürlich genial gewesen. Riesige Räume, na, so wie es früher gebaut wurde. Ne? Boah, das hat was, ne?
Gefällt mir mit dem Holz. Guck mal, hier hat man das alles gestapelt. Geil, hier auch. Oh, was ein schönes Bad. Geht hier noch Wasser? Nee. Mit Katzenmuster. Ja, hier war lange keine mehr auf Toilette. Hier die ganzen Gläser, Geschirr. Ja. Spannend, wo wir hier noch. Das sieht urig aus, ne? Okay, sieht aus wie so ein Büro oder so, ne? Okay, hier oben ist leider nicht mehr viel zu sehen, aber die neue Dachfenster haben sie schon eingebaut. Ich meine, was ergibt das für einen Sinn? Ich kann doch so nicht an der Strippe da ziehen. Hier, wie soll ich denn da ankommen? Freunde, wer hat denn da wieder nicht mitgedacht von euch? Das ist doch wieder unfassbar hier. Ach. Huch! Das ist noch alter Belag hier. So wie es mal sicherlich früher. Ja, aber unten ist unschlagbar. Ne? Das hat natürlich was hier mit den ganzen Holzverzierungen und so. Und die Schränke hier. Keine Ahnung, für was das war. Vielleicht wo waren hier mal. Boah, alles rausgenommen, ne? Aber ich könnte mir schon, das ist mein Streamingzimmer hier. Siehst du? Die Casting Couch ist auch schon da. Oh, ey, das hat wirklich was, ey. Von der Atmosphäre her ist das cool. Ja, gibt es leider nicht mehr viel zu sehen, aber hier für den Zimmermann wieder sehr schöne Holzarbeiten, ne? Ja. Heftig, ey. Jetzt haben wir noch einen letzten Raum und dann müssen wir doch die Geheimtür finden. Ja, oh, das ist auch ein Blick. Balkon kann ich jetzt nicht hin, Bauarbeiten. Wahnsinn. Ich kann mir schon denken, die Geheimtür muss ja irgendwas mit Schränken zu tun haben. Und wo war, das ist geil, ne? Das ist geil, ey. Wo war was mit Schränken? In der zweiten, sie hat doch gesagt, in der zweiten Etage. Bin ich auch blöd, ich bin auch total bescheuert. Dieses Treppenhaus alleine, ne? Prinz Jäger. Also Schränke sind ja nur hier. Und wenn Kate sagt, hier ist... hier lässt sich's doch aushalten. Dann muss doch hier eine geheime... Ah, ich glaube, ich sehe schon. Ich sehe... Mit verschließen? Tatsache. Nee, ist nicht. Hä? Doch! Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja mal geil. Das ist eine Toilette. Ich werd bekloppt. Das ist eine Toilette? Ich habe jetzt alles hier hinter erwartet, aber keine Toilette. Wollt ihr mich rollen? Ach, ist nicht dein Ernst. Hä? Was hat das für eine Bewandtnis hier? Krass. Aber wo ist denn die Spülung? Man hat eine Geheimtür für eine Toilette. Okay, gut, ja. Krass. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Schreibt mal eure Meinung dazu, dass hier eine Toilette hinter ist. Das ist schon mehr geil. Aber die konnte man wirklich verschließen, ne? Guck mal, das ist doch hier nicht irgendwie... Umsonst hier? Ja, sehr schön. Sehr schön. Wunderschönes Objekt. Hat sich gelohnt. Oh, hier steht noch was, eine Urkunde oder so. Seiner herzoglichen Durchlaucht des Herzogs. Wirklich jetzt? Bernhard, Punkt, 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 von Punkt, Punkt, Punkt. Von wann ist das denn? Kann ich ja mal kurz einblenden, muss ich aber kurz verpixeln. Nicht, dass ihr sagt, er spinnt sich irgendwas zusammen. Das ist natürlich eine Kopie,
Aber ich kann jetzt nicht lesen, aus welchem Jahrhundert das ist. Was? 8280? 028? Nee. Das könnte ich doch mal einblenden. Dann könnt ihr ja mal selbst euch eine Meinung bilden. So, jetzt kommt der Schnitt. Wahnsinn. Sehr schöne Villa. Wirklich. Oh, hier die Abmoderation, ne, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es immer in die Kommentare, wie ihr das fandet. Also ich, das ist ja pompös hier. Richtig schick. Ja, das war's mit diesem kleinen, aber feinen Video. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig, wenn ihr uns unterstützen wollt, kommentieren nicht vergessen. Die Adresse habe ich Kate zu verdanken, ne? Nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video, habe ich gerade gesagt. Ne? Macht's gut, ciao, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal, euer Jäger.